Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema dieses Sommers ist die Hitze. Und ich glaube, nur hartnäckige Realitätsverweigerer wie Alexander Gauland können abstreiten, dass wir es mit Klimawandel zu tun haben, dass wir die Folgen spüren und dass es sich hier um einen menschengemachten Klimawandel handelt. Die Folgen sind spürbar: Dürre, Unwetter, Überschwemmungen, Waldbrände. Also insofern sowohl ökonomische als auch sozial erhebliche Auswirkungen. Noch im September 2017 hatte die Kanzlerin versprochen, dass 2020 die Klimaziele eingehalten werden, nämlich das Ziel, bis 2020 die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 40% zu senken. Dieses Ziel ist mittlerweile aufgegeben. Wir finden uns damit nicht ab, sondern wir halten es für dringend notwendig, dass es einschneidende Maßnahmen und einen grundlegenden Wandel in der Verkehrs-, Energie- und Klimapolitik gibt. Ich will dazu einige Punkte nennen. Erstens, wir wollen eine Verkehrswende. Der Verkehr hat seit 1990 nicht seinen CO2-Ausstoß und den Ausstoß von Schadstoffen reduziert, sondern er ist noch gesteigert worden. Deshalb ist es dringend notwendig, wenn wir reden über Klimaschutz und über Energiewende, über den Verkehrssektor zu reden. Und deshalb erheben wir die Forderung, dass wir einen ticketlosen öffentlichen Personennahverkehr wollen. Untersuchungen machen deutlich, dass, wenn ein solcher ticketloser Nahverkehr eingeführt wird, 30-40% der Menschen umsteigen würden vom individuellen motorisierten Verkehr, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr. Deshalb wäre das ein wichtiger und zentraler Beitrag zum Klimaschutz. Im Übrigen auch deshalb, weil Straßenbahnen, U-Bahnen, Nahverkehrsbahnen, also Schienenverkehr, eine erprobte und eine sinnvolle Form von Elektromobilität ist. Insofern würde das auch einen Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität leisten. Wir glauben, dass es möglich ist, einen solchen flächendeckenden, ticketlosen öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Wir wollen beginnen mit einer Modellphase in 15 Städten mit der höchsten Belastung. Gefördert werden soll das zu 90% durch Bundesmittel. Und es muss gleichzeitig verbunden sein, natürlich mit einem Ausbau der Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen mehr Bahnen und Busse und die Strecken müssen ausgebaut werden. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ein großes Investitionsprogramm verbunden mit dem Ausbau von Produktionskapazitäten bei den Bahnherstellern und bei den Fahrzeugherstellern. Ein wichtiger Beitrag, der dann auch Arbeitsplätze schaffen wird. Und es ist völlig klar, dass wir diesen Ausbau der Infrastruktur brauchen, denn es muss auch gleichzeitig klar sein, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr ticketlos machen, dann muss er auch attraktiv sein. Das heißt, es macht keinen Sinn, Menschen zum Umstieg auf Busse und Bahn zu bewegen, wenn sie dann in völlig überfüllten Zügen sind, die dann nicht attraktiv sind und dann wieder ein Gegeneffekt eintritt. Deshalb dringend notwendig hier der entsprechende Ausbau. Wir wollen als Sofortmaßnahme die freie Fahrt für Kinder und Jugendliche. Wir haben in Berlin unter der rot-rot-grünen Regierung als eine der ersten Maßnahmen ab dem 1. August umgesetzt, dass Kinder und Jugendliche aus Haushalten von Hartz-IV-Empfangenden und Grundsicherungsempfangenden den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos nutzen. Das wollen wir ausweiten bundesweit. Und wir brauchen gleichzeitig eine Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum, sowohl den Ausbau der Verkehrsverbindung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs über Busse und Bahn, aber auch da, wo es sinnvoll ist und notwendig ist, auch den Aufbau von Bürgerbussen und von Anrufsammeltaxis. Wir brauchen den Ausbau des Bahnverkehrs. Das heißt, ich habe es schon angesprochen, die sinnvollste Form der Elektromobilität. Und
wir wollen die Ticketpreise senken. Es ist absurd, dass wir gegenwärtig die Situation haben, dass ein Flugticket billiger ist als ein Bahnticket. Deshalb wollen wir eine Umkehrung der Subvention. Die Subventionierung des Flugverkehrs muss beendet werden und stattdessen müssen die Ticketpreise im Bahnverkehr gesenkt werden. Deshalb treten wir ein für eine einheitliche Kerosinbesteuerung in der Europäischen Union. Und wir wollen, dass auf Flugtickets der volle Mehrwertsteuersatz erhoben wird. Im Gegenzug soll der Mehrwertsteuersatz auf Bahntickets um 50% reduziert werden. Wir haben auch aktuell das Thema Ryanair, die Streikaktion und der Kampf der Beschäftigten bei Ryanair um gesicherte Tarifverträge, vernünftige Arbeitsbedingungen und eine anständige Bezahlung. Das macht deutlich, wohin der Dumpingwettbewerb im Flugverkehr geführt hat. Das gilt im Übrigen nicht nur für Ryanair, sondern wir haben durch die Konkurrenz in diesem Bereich eine erhebliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, sowohl beim Fliegenden als auch beim Bodenpersonal. Deshalb treten wir ein hier für flächendeckende Tarifverträge, für die Allgemeinverbindlichkeit auf Antrag einer Gewerkschaft, weil es dringend notwendig ist, sowohl im Interesse des Personals der Fluggesellschaften als auch im Interesse der Sicherheit der Fluggäste. Der zweite große Punkt, der in Angriff genommen werden muss, ist ein neuer Schub in der Energiewende. Wir treten seit langem für eine dezentral ausgerichtete Energiewende ein. Eine dezentrale Energiewende würde die Notwendigkeiten des Netzausbaus reduzieren und sie würde eine neue Form der Bürgerbeteiligung ermöglichen. Deshalb treten wir unter anderem dafür ein, dass die nach europäischem Recht mögliche De Minimis-Regelung bei der Ausschreibungspflicht, nämlich dass bis 18 Megawatt Leistung keine Ausschreibung erfolgen muss, dass diese Regelung voll genutzt wird und dass sie aber auch so ausgestaltet wird, dass nicht wie in der Vergangenheit dann Investoren sich als Tarnung, als Genossenschaft und als dezentrale Energiegenossenschaft ausgeben und darüber die eigentlichen dezentralen Gedanken und Genossenschaftsgedanken aushebeln. Von Seiten der Bundestagsfraktion ist dazu auch jetzt gegenwärtig eine aktuelle Initiative ergriffen worden. Wir wollen gleichzeitig, dass das Energiewirtschaftsgesetz dahingehend geändert wird, dass Kommunen und dass Energiegenossenschaften die Möglichkeiten haben, die Netze, die sie nutzen, in ihr Eigentum zu überführen. Das heißt Rekommunalisierung der Netze und damit auch andere Möglichkeiten der Energiewende, weil die Erträge aus den Netzen dann in erneuerbare Energien, in den Fortschritt der Energiewende investiert werden können. Und last but not least, wir fordern ein Kohleausstiegsgesetz. Der Kohleausstieg muss bis spätestens 2035 vollständig erfolgen. Und wir haben große Skepsis, ob das, was in der Kohlekommission gegenwärtig diskutiert wird, wirklich dieses Ziel erreichen wird. Deshalb werden wir weiterhin Druck machen für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung, der selbstverständlich sozial abgefedert sein muss und deshalb auch verbunden sein muss mit entsprechenden Subventionierungen und Investitionsprogrammen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen und strukturschwachen Gebiete. So viel vielleicht zu diesen Themen. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir im Rahmen unserer Pflegekampagne gegenwärtig eine Sommertour durchgeführt haben und weiter durchführen werden. Wir waren unterwegs in 26 Städten, in 3 Bundesländern, in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Und ab heute wird vom 13. bis zum 23. August die Tour durch Nordrhein-Westfalen durchgeführt, ebenfalls durch eine Vielzahl von Städten. Das heißt, wir machen weiter Druck für eine gute Pflege, für mehr Personal in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen und bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Und wir werden im Herbst dann nochmal entsprechend unsere Offensive beim Thema Pflege verstärken.
Es gibt ja schon einen ersten schmalen Türspalt durch die Äußerung von Jens Spahn, dass jetzt auch zusätzliches Personal jenseits der DRGs finanziert werden sollen. Wir halten dieses DRG-System für grundsätzlich verfehlt, weil es die Ökonomisierung des Gesundheitswesens angeht, und über betriebswirtschaftliche Kennziffern kann man Pflege und Gesundheitsversorgung nicht erfassen. Aber wir werden, wie gesagt, weiter Druck machen für mehr Personal und für bessere Bezahlung und werden im Herbst hier auch die Offensive verstärken. Genauso wie wir im Herbst unsere Mietenkampagne beginnen werden, aber dazu später mehr. Soweit von mir. Dankeschön. Gibt es Nachfragen? Nachfragen? Ich habe eine ganz andere Frage zu Daniel Günthers Äußerung vom Wochenende. Und zwar, Daniel Günther hat sich ja geäußert am Wochenende, dass man Plakatismus ja im Umgang mit den Linken walten lassen sollte, wenn ohne die Linke in den ostdeutschen Ländern keine Regierungsbildung möglich wäre. Wie sehen Sie diese Äußerung und vor allen Dingen auch, wie sehen Sie die Reaktion der Union darauf? Naja, die Reaktion in der Union ist nicht weiter überraschend. Es gibt welche, die den alten Reflex haben und reden über die SED-Nachfolgeorganisation. Es gibt welche, die pragmatisch orientiert sind. Wenn in der CDU mehr Rationalität im Umgang mit der Linken einzieht, ist das gut und nicht schlecht. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, das ist eine Diskussion, die die Union führt. Das ist nicht unsere Diskussion. Und was die Landtagswahlen angeht, ist unser Ziel, die Linke möglichst stark zu machen, die AfD zurückzudrängen und eine Alternative zur CDU aufzubauen, weil die CDU-Politik ja auch einen wesentlichen Beitrag mit dazu geleistet hat zum Erstarken der AfD. Deshalb sind für uns derartige Koalitionsspielereien kein Diskussionsgegenstand. Aber wäre es denn denkbar, dass die Linke eine unionsgeführte Landesregierung duldet? Also unser Ziel ist, möglichst stark zu werden, sodass die AfD gar nicht in die Gefahr kommt, regieren zu können. Das ist unser Ziel und alle weiteren Debatten erübrigen sich an der Stelle. Aber für wie stark halten wir die Tendenz, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo jetzt die CDU, wo die AfD sehr stark ist, dass die CDU eventuell sogar mit mit der AfD eine Kooperation ansteht? Und das ist ein Thema der CDU. Wir würden das für fatal halten, wenn die CDU mit der AfD eine Kooperation eingeht. Und wir würden da eine klare Position dagegen beziehen, was für uns aber nicht heißt, dass wir eine Koalition mit der CDU eingehen, weil Koalitionen müssen ja auch bestimmte inhaltliche Schnittmengen haben und wir wollen eine andere Politik als die CDU. Sonst noch? Das ist eine Absage an die denkbare Variante einer Zusammenarbeit mit der CDU. Ich glaube, ich habe mich deutlich geäußert. Die Realität sozusagen dazu zwingt, sich diese Frage zu stellen. AfD oder linke Zusammenarbeit und die CDU macht das Angebot. Also ein kluger Mann hat mir mal gesagt, über hypothetische Fragen, die beantwortet man, wenn die Realität eingetreten ist, die hypothetisch unterstellt wird. Wir versuchen gegenwärtig daran zu arbeiten, dass dieser Fall gar nicht eintritt. Und unser Ziel ist, die Linke so stark wie möglich zu machen. Und jede Koalitionsdebatte mit der Union würde doch dazu führen, dass wir quasi also in einer Linie, an einer Front mit der Union eingeordnet werden. Nein, unsere Aufgabe ist es, den linken Gegenpol darzustellen und die linke Alternative sowohl zur Union als auch zur AfD. Und das müssen wir in diesen Wahlkämpfen stark machen, mit den sozialen Forderungen, die wir haben, auch insbesondere im Osten klar machen, welche Antworten wir auch für den ländlichen Raum und für strukturschwache Regionen haben und dass wir eben nicht in einer Linie und nicht in der Gemeinsamkeit mit der CDU stehen, sondern dass wir genauso klare Positionen, oppositionelle Haltung gegenüber der Union einnehmen, wie es notwendig ist und wie es die Sache gebietet. Und da führen Koalitionsspekulationen
an dieser Stelle überhaupt nicht weiter, sondern sind im Gegenteil kontraproduktiv. Ich würde mal eine kurze Nachfrage zum Fall Sami A stellen. Was erwarten Sie jetzt von der Bundesregierung und auch vom Innenministerium, vom Außenministerium? Wie sollte man jetzt mit dem Fall umgehen? Nun, der Punkt ist ja der, dass es ein klares Gerichtsurteil gibt und eine klare Haltung des Gerichts. Und das, finde ich, muss von Seiten der Bundesregierung umgesetzt werden. Na gut, aber die sind ja sehr konträr. Die wurde rechtswidrig abgeschoben, hat das Verwaltungsgericht gesagt. Und jetzt sagt Bochum wieder Einreisesperre. Das sind ja sehr gegensätzliche Entscheidungen. Ja, also das ist ein Thema, mit dem sich die Juristen befassen. Unsere politische Position ist, diese Abschiebung hätte nie stattfinden dürfen in dieser Situation. Und wenn ihm etwas vorzuwerfen ist, dann muss das vor deutschen Gerichten verhandelt werden. Und dann muss er dann auch gegebenenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn deutsche Gerichte zu einem anderen Schluss kommen, dann ist dem so. Vielen Dank.